einen Vlog drehen will, sehe ich total zerstört aus. Aber ich muss im Moment einfach so viel arbeiten. Aber es wird jetzt auch weniger. Nächste Woche habe ich richtig viel frei. Das freut mich total. Auf jeden Fall wollte ich euch ein paar Sachen erzählen, weil im Moment bin ich wieder sehr beschäftigt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sage das immer. Dabei bin ich eigentlich gar nicht so beschäftigt. Aber irgendwie schon. Ja, kennt ihr das, wenn man eigentlich so voll viel zu tun hat? Aber irgendwie ist es gar nicht so viel. Aber wenn man nichts macht, ist es dann doch viel. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich jetzt seit ein paar Tagen einen Studienplatz habe. Und das freut mich total, weil jetzt muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Ich suche jetzt momentan allerdings nach einer Wohnung. Und das ist ein bisschen aufwendig. Und es ist auch ein bisschen anstrengend, weil die Leute irgendwie nicht zurückschreiben. Also ich habe jetzt, glaube ich, 5 Leute angeschrieben und irgendwie kriege ich keine Antwort. Okay, ich habe die auch erst vorgestern angeschrieben, also will ich jetzt auch noch nicht so einen Stress machen. Aber es ist halt trotzdem irgendwie komisch, so gar nichts zu hören. Also ich denke, ich werde da einfach mal anrufen, weil kann ja auch sein, dass die irgendwie nicht in die Mails reingucken oder so oder... Weil ich habe das ja über eine App gemacht und dann vielleicht ist es auch gar nicht richtig angekommen. Also ich werde auf jeden Fall mal anrufen. Und ja, auf jeden Fall muss ich jetzt mal hier aufstehen. Und dann gehen wir mal, ratet mal wohin. Genau, wir gehen in die Küche, wie immer. Oh, ich muss euch noch was zeigen. Ich habe einen Kuchen gebacken und zwar eine Maulwurftorte. Ich habe nämlich nächste Woche Geburtstag und dafür muss ich jetzt ein bisschen ausprobieren, weil ich werde die einzige Veganerin auf meinem Geburtstag sein und dann darf ich natürlich nicht hier schlechtes Essen servieren. Und deswegen muss ich jetzt ein paar gute Rezepte finden. Und Kuchen ist halt so mein besonderstes, also das, was ich halt, ich mache halt immer Kuchen und deswegen muss ich echt gute Kuchenrezepte finden, aber ich denke, also den finde ich eigentlich ganz gut, diese Maulwurftorte. Und ich habe auch mal einen Käsekuchen gemacht, den werde ich, glaube ich, auch machen. Und ja, ich denke, das reicht auch, 2 Kuchen. ja, was kann ich noch sagen? Ich weiß irgendwie nicht so richtig. Ich hoffe, das stört nicht, wenn ich jetzt so hin und her laufe. Moment. Ich nehme mir die Datteln mit. Ich brauche immer was zu essen. Also gehen wir mal wieder auf unseren gewohnten Platz hier. Also, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Ich werde übrigens 19. Voll viele fragen immer, wie alt ich bin. Also ich bin jetzt gerade noch 18. Und heute ist Samstag. Also noch 1, 2. Nur noch 2 Tage lang bin ich 18. Was mache ich jetzt? Oh mein Gott! Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich wollte eigentlich noch ein bisschen über meinen Kanal reden. Und zwar weiß ich im Moment nicht so wirklich, was ich für Videos drehen soll. Also ich habe viele Ideen. Ich habe auch eigentlich, hatte ich das schon genau durchgeplant, welches Video ich an welchem Tag hochlade. Aber ich bin mir irgendwie so unsicher im Moment. Ich weiß einfach nicht so wirklich, was ihr sehen möchtet. Und ob das, was ich drehen möchte, überhaupt das ist, was ihr sehen wollt. Und zwar, ja, es ist halt so schwierig. Ich bin im Moment so total zwiegespalten. Also ich will nicht dieses normale Beauty-Kram machen, so wie ich das halt früher immer gemacht habe. Und so wie es eigentlich die meisten machen. Ich möchte halt ein bisschen mehr, ja, irgendwas, was ich halt mehr so vertrete, machen. Also ich möchte ein bisschen über so, was soll ich nur sagen? Also ich möchte halt nicht so, wie ich auch gerade schon gesagt habe, dieses normale Beauty-Zeug machen, was halt alle so machen und auch nicht so, wie ich es früher gemacht habe. Das Einzige, was ich halt weitermachen möchte, nee, das ist total falsch, wie ich das jetzt erkläre. Also die Videos über Locken werde ich auf jeden Fall weitermachen, weil das halt auch irgendwie so mein Ding ist. Aber zum Beispiel möchte ich nicht einfach so Morgenroutine oder so machen. Also ich möchte das schon machen, aber halt anders. Also... Das ist mal wieder total dumm zu erklären. Vielleicht sollte ich es auch gar nicht erklären. Vielleicht sollte ich die Videos jetzt einfach mal machen. Ich habe nur halt immer Angst, dass es irgendwie schlecht ankommt, weil es halt mal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Also ich meine, die letzten Videos, die ich gemacht habe, die waren schon ein bisschen anders als das, was ich sonst gemacht habe. Und die sind eigentlich ganz gut angekommen, hatte ich so das Gefühl.
Aber ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Was ich außerdem überlegt hatte, war, das wollte ich schon richtig lange. Eigentlich, als ich mit YouTube angefangen habe, war es das, was ich machen wollte. Und zwar habe ich überlegt, ob ich auf diesem Kanal hier auch Musikvideos hochlade. Also einmal, ich weiß nicht, ob ich auch so Covers machen würde, aber halt auch so selbstgeschriebene Songs mit Musikvideos halt. Also, und das war am Anfang eigentlich der Grund, warum ich überhaupt einen YouTube-Channel aufgemacht habe. Und zwar, weil ich Musikvideos machen wollte. Aber irgendwie habe ich mich das nie so richtig getraut. Aber jetzt fühle ich mich so bereit dazu. Und ja, ich würde die dann einfach, also ich würde jetzt nicht meinen Channel so einfach zu einem Musikchannel machen, das auf keinen Fall. Ich werde ja meine Videos ganz normal weitermachen. Aber ich würde halt gern ab und zu dann auch mal so Musikvideos hochladen. Und ja, ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon halten würdet. Also ich fände es auf jeden Fall sehr cool. Also lasst euch einfach mal überraschen, was jetzt als nächstes für Videos kommen. Ich werde versuchen, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Aber es wird jetzt auch nicht komplett alles umgeworfen. Aber ja, ich habe einiges geplant und ich hoffe, dass es euch gefallen wird, obwohl es ein bisschen anders ist. Also, keine Ahnung, was ihr jetzt erwartet. Ich schwinge wieder total große Reden. Aber ja, ich möchte mit meinen Videos einfach ein bisschen mehr so Werte vermitteln, kann man das so sagen? Ich will es jetzt auch nicht so hoch anpreisen, keine Ahnung. Ich möchte einfach ein bisschen Videos mit Inhalt halt machen. Also wisst ihr, was ich meine? Einfach so viele YouTuber, die ich früher total cool fand, die machen jetzt einfach alle das Gleiche und ich finde es so langweilig. Und ja, ich möchte einfach so ein bisschen da rauskommen aus dieser typischen Beauty-Channel-Schiene und ich hoffe, dass es klappen wird. Und ich werde jetzt aufhören zu reden. Ich möchte heute dann dieses Video noch schneiden und am besten auch noch hochladen und auch noch planen, das Video, was ich morgen drehe. Und ab dann geht es los, meine Freunde. Ich werde euch jetzt doch noch einmal entführen. Und ja, ich weiß nicht, ob das Video jetzt schon zu lang ist. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ich gehe jetzt mal nach draußen. Und zwar wollte ich noch eine Sache sagen, weil ich immer wieder danach gefragt werde. Und zwar fragen mich immer wieder Leute, ob ich eigentlich Instagram habe oder Snapchat. Und ich habe beides. Ich habe kein Facebook, aber Instagram und Snapchat. Und es ist wahrscheinlich viel zu laut draußen. Und meinen Instagram-Namen, ich weiß nicht, wie ich gerade im Bild bin. Und meinen Instagram-Namen, den verlinke ich euch jetzt mal hier irgendwo um meinen Kopf rum. Und meinen Snapchat-Namen auch. Und ihr könnt mich gerne adden, ihr könnt mir folgen, ihr könnt mir Nachrichten schicken, ihr könnt mir Bilder schicken, ihr könnt mir alles schicken. Ich liebe es, mit euch zu schreiben. Also, ja, auf Snapchat und Instagram könnt ihr Kontakt mit mir aufnehmen. Natürlich auch auf YouTube, aber da lese ich das leider meistens nicht. Also die Kommentare lese ich immer und so und ich versuche alle zu beantworten. Aber die Nachrichten bekomme ich irgendwie nicht auf YouTube. Also das ist ganz komisch irgendwie. Aber auf Instagram und auf Snapchat könnt ihr mir auf jeden Fall schreiben. Ich muss mich die ganze Zeit bewegen, deswegen sind wir jetzt wieder in meinem Zimmer. Und ich werde diesen Vlog jetzt beenden, weil ich total viel geredet habe. Das war jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde, die ich geredet habe. Keine Ahnung, wie kurz ich das jetzt schneiden kann. Und ja, ich will das jetzt gleich noch hochladen und ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Aber ich musste einfach mal ein paar Sachen jetzt sagen, weil ich wollte das jetzt schon lange sagen. Und ich musste das sagen, weil sonst kann es mit meinem Channel jetzt einfach nicht weitergehen. Und deswegen habe ich es jetzt gesagt und ab nächste Woche geht es dann los. Ich denke, ich werde auch Videotage jetzt einrichten. Die werden auf meinem Kanal dann stehen. Ich weiß noch nicht genau welche. Und was ich von euch noch sehr cool fände, wäre, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, was ihr gerne für Videos sehen möchtet. Also ich habe natürlich meine Ideen, aber wenn ihr Ideen habt, könnt ihr die gerne sagen und ich werde auch versuchen, die dann umzusetzen. Ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Mein Arm wird jetzt auch total schwer, weil meine Kamera nicht gerade leicht ist. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Abend, noch ein schönes Wochenende und lasst mir euer Feedback da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!